Gibt es durch eine Diskussion darüber, ob die deutsche Sprache eine jüdische Sprache ist oder nicht? Jetzt sind Sie schon seit 50 Jahren im Land, aber können immer noch kein Hebräisch. Schämen Sie sich nicht, wo Sie sagt, ja, aber es ist leichter, sich zu schämen, als Hebräisch zu lernen? Für viele Studiengänge war Deutsch vorgeschrieben. Das heißt, wir hatten damals sehr viele Studenten, aber etliche dieser Studenten wollten eigentlich gar nicht Deutsch lernen. Sie mussten es. Ich bin bis heute beeindruckt und bewegt, wenn ich mit Menschen in Israel, mit Israelis Deutsch spreche. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung hier im Leo Baeck Institut in Jerusalem zu dem Thema Deutsch, eine jüdische Sprache. Es geht um die deutsche Sprache in der jüdischen Kulturgeschichte und in Israel.